Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 55, das ist der Antrag der Fraktion der CDU und von der Fraktion Bündnis 90 die Grünen, freiwilliges Engagement unterstützen, Freiwilligendienste stärken. 5 Minuten Redezeit. Ich habe hier vorliegen eine Wortmeldung des Kollegen Max Schad für die Fraktion der CDU. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, von einer sehr traurigen und bedenklichen Entwicklung in unserer Gesellschaft kommen wir jetzt zu einer erfreulichen. Denn rund 100.000, vor allem junge Menschen, leisten aktuell einen Freiwilligendienst in Deutschland. Ob im sozialen Bereich oder in den Bereichen Kultur, Sport, Politik oder der Denkmalpflege. Und damit haben sich die Freiwilligendienste zu einem echten Erfolgsmodell entwickelt. Und auch bei uns in Hessen ist die Entwicklung deutlich. Waren es im Jahr 2011 noch 4.885 Plätze, so sind es im Jahr 2018 schon 6.200. Und dies ist eine beachtliche Leistung, und darüber sind wir froh. Wichtig ist, dass jeder, der sich für die Gesellschaft in einem bestimmten Zeitraum in besonderer Weise engagieren will, auch am Ende die Möglichkeit dazu erhält. Und daher ist es unsere Aufgabe, gemeinsam mit den Trägern möglichst viele Plätze bereitzustellen. Und mit Zufriedenheit stelle ich hier fest, wir sind hier auf einem sehr guten Weg. Unsere Gesellschaft braucht das ehrenamtliche Engagement. Freiwillige Feuerwehr, THW, Rotes Kreuz, Malteser, Diakonie, die verschiedenen Vereine, sie alle sind auf Ehrenamt angewiesen. Und nach der Aussetzung der Wehrpflicht haben sich die verschiedenen Freiwilligendienste zum Glück erhalten, ergänzt noch einmal durch den Bundesfreiwilligendienst. Für die Vereine, Verbände und Institutionen sind die Freiwilligendienste nicht nur ein Segen, weil sie ein Jahr zusätzliche Unterstützung erhalten, sondern weil die Freiwilligendienste ein guter Einstieg für späteres ehrenamtliches Engagement sind. Aktuell führen wir auf Bundesebene, angestoßen durch die CDU, eine Debatte darüber, ob wir ein Deutschlandjahr bzw. eine allgemeine Dienstpflicht brauchen, um das gesellschaftliche Miteinander zu stärken und unser Gemeinwesen zu stützen. Man kann das richtig finden oder nicht, und das soll heute auch gar nicht das Thema sein. Im Zentrum steht für uns, dass es gelingt, viele junge Menschen dafür zu begeistern, freiwillig ein Jahr ihres Lebens für die Gesellschaft zu investieren. Wir sind da weg vom preußischen Staatsverständnis, bei dem es hieß, der Bürger hat für den Staat da zu sein. Nach unserem Verständnis ist der Staat für den Bürger da. Aber es schadet trotzdem nicht, sich einzubringen. Denn es kann Menschen erfüllen, es kann Orientierung geben, Berufsmöglichkeiten aufzeigen und durch den Umgang mit unterschiedlichsten Menschen Erfahrungen schaffen, die man sonst nie machen würde. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir setzen uns in diesem Zusammenhang für einen Dreiklang ein. Erstens. Mehr Aufmerksamkeit für die Freiwilligendienste mit ihren vielfältigen Möglichkeiten. Zweitens. Erhöhung der Kapazitäten, damit jeder, der ein Interesse daran hat, auch einen Platz bekommt. Und drittens. Steigerung der Attraktivität durch neue Vergünstigungen und Einreize. Und mit unserem Antrag beschreiben wir genau diesen Weg. Erstens. Wir schaffen Aufmerksamkeit für das Thema. Zweitens. Wir bauen die Stellenzahl im beliebten Freiwilligen Ökologischen Jahr um weitere 50 Plätze aus. Aber auch bei den übrigen Freiwilligendiensten wollen wir einen weiteren Ausbau der Stellen. Und drittens. Es ist gut, dass die Freiwilligen schon jetzt die Möglichkeit erhalten, das erfolgreiche Landesschülerticket für nur 1 € am Tag zu nutzen. Wir wollen aber einen Schritt weitergehen, um mehr Attraktivität zu schaffen, indem Freiwillige dieselben Vergünstigungen beim Eintritt in kulturelle Einrichtungen erhalten wie Studenten. Das gilt insbesondere für Kultur- und Bildungseinrichtungen des Landes. Wir wünschen uns aber auch, dass viele private und kommunale Einrichtungen mitziehen. Natürlich wird sich niemand für ein freiwilliges Jahr entscheiden, wenn er einen vergünstigten Eintritt erhält. Aber es ist eine Geste. Dieser Punkt ist eine direkte Anregung aus einem Gespräch mit den aktuellen Landessprechern des FSJ-FÖJ, und die greifen wir auch sehr gerne auf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Wenn alle Ebenen müssen am Ende mitziehen, damit wir die drei eben genannten Ziele erfolgreich umsetzen. Mehr Aufmerksamkeit, mehr Kapazitäten, mehr Attraktivität. Und so wird es uns auch gelingen, die Freiwilligendienste auszubauen. Uns in Hessen sehe ich auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schad. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Kollege Richter.
Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wieder einmal ein Antrag, mit dem die Hessische Landesregierung sich erneut selbst vermarktet und der kurz vor Weihnachten nur so vor Allgemeinplätzchen strotzt. Diese Art der Selbstvermarktung, meine Damen und Herren, und der Aufforderung zum Lob durch alle Landtagsabgeordnete hat ein Maß erreicht, welches weit über dem Populismus liegt, der von Ihnen, meine Damen und Herren, von der Regierungskoalition anderen Parteien vorgeworfen wird. Der erste Teil Ihres Antrags erinnert eher an die Weisheiten eines Glückskekses. Selbstverständlich würdigen wir die Arbeit junger Menschen für unsere Gesellschaft. Selbstverständlich freuen wir uns über deren Engagement und die Möglichkeit, sich mit dem zukünftigen Berufsleben auseinanderzusetzen und damit auch soziale Verantwortung zu fördern. Natürlich gibt es viele junge Menschen, die in ihrer persönlichen Entwicklung noch Zeit brauchen, um den richtigen Weg für sich zu finden und für die das freiwillige soziale Jahr eine Hilfe darstellt. All das begrüßen wir. Dazu braucht es doch wahrhaftig keinen Antrag der Regierungskoalition. Diesbezüglich hat dieser Antrag nichts Neues, nichts Griffiges, nichts Innovatives. Etwas schwieriger wird es, wenn der Landtag eine weitere Ausweitung des freiwilligen sozialen Jahres vorsieht. Die Ausweitung auf Kultur, Sport, Politik, Denkmalpflege und auch andere gesellschaftliche Bereiche muss sehr genau durchdacht und politisch diskutiert werden. Denn diese Ausweitung bedeutet, es fehlt uns genau dort an ehrenamtlich tätigen Menschen, die neben ihrer beruflichen Tätigkeit oder nach ihrem Berufsleben ihr gesellschaftliches Engagement für uns alle aufbringen. Ihr Antrag ist diesbezüglich ein gesellschaftliches Warnzeichen. Dass es das gibt, ist mir bekannt. Es steht hier etwas von einer Ausweitung. Ausweitung ist etwas anderes. Vielleicht können Sie die Worte mit dem Zitieren, das hat ja da hinten die Regierungskoalition eben gezeigt, dass Sie es da nicht so ganz drauf haben. Und dazu noch von mir gesagt, Herr Frömmrich, was Sie da gemacht haben, war volle Absicht. Es war volle Absicht, unsere Fraktion zu beschädigen. Und ich weiß nicht, ob das im Sinne eines Parlaments ist. Wir müssen, ob das im Sinne des Parlaments ist, weiß ich nicht. Ich bin wirklich schockiert von diesen was hier stattgefunden hat, davon bin ich menschlich außerordentlich schockiert, sage ich Ihnen ganz deutlich. Und deswegen fällt mir auch die Rede jetzt schwer. Wir müssen Ihre Reaktion auch. Wir müssen selbstverständlich auch sehr genau darauf achten, dass in vielen Berufsfeldern junge Menschen fehlen, die einen Ausbildungsplatz besetzen. Und exakt an diesem Punkt fehlt es an gesellschaftlicher Aufwertung, sodass man nicht nur als Akademiker in unserer Gesellschaft hoch angesehen wird. Zum Start des Ausbildungsjahres im August 2019 waren in Hessen 13.000 Ausbildungsplätze nicht besetzt. Ein sehr großes Problem, sowohl für die Unternehmen als auch für unsere Gesellschaft. Aus dem Grund muss man die Ausweitung des Freiwilligendienstes kritisch begleiten und nicht mit Jubelarien das Gesamtbild vieler Problematiken in unserer Gesellschaft verschleiern. Der letzte Punkt Ihres Antrags betrifft Vergünstigungen, welche Sie für die Inhaber des Freiwilligenausweises und des BFD-Ausweises anregen. Auch hier kann man mit unterschiedlichen Ansätzen arbeiten, z.B. die Vergütungen bzw. die Taschengelder dergestalt erhöhen, dass die Kosten, die hier entstehen, auch klar unserem Haushalt zugeordnet werden können. Nicht aber erneut, wie bei Ihrer Politik nun mal leider so gewohnt, abgewälzt auf andere Unternehmen, sodass diese Mindereinnahmen durch von Ihnen geschaffene Vergünstigungen haben. Meine Damen und Herren, von der Regierungskoalition, genau das ist der Punkt. Wenn Sie den Satz noch einmal nachlesen, werden Sie ihn auch verstehen. Meine Damen und Herren, von der Regierungskoalition, dieser Antrag wird von der Alternative für Deutschland nicht unterstützt. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist der Kollege Frank Thilo Becher für die Fraktion der Sozialdemokraten. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf der Tribüne! Der Freiwilligendienst hat eine lange Tradition, die bis in die 50er Jahre zurückreicht, als das Programm „Gib mir ein Jahr“ der Diakonie junge Frauen aufgefordert hat, sich im sozialen und pflegerischen Bereich zu engagieren. Das war damals nicht unumstritten und gerade von uns als Sozialdemokraten durchaus kritisch gesehen, weil es ganz offensichtlich auch ein Weg war zur Gewinnung von Arbeitskräften in diesem sozialen Bereich.
Das ist die Wurzel, aber es ist auch die Wurzel, die die Grundlage für das gelegt hat, was bis heute das Grundprinzip ist, nämlich ein Trägerprinzip mit einer pädagogischen Begleitung und mit öffentlicher Förderung. Das ist die Linie dieses Freiwilligendienstes, das dann 1964 in ein Gesetz übergegangen ist, gewesen. 1964 waren es 10 Frauen und 2 Männer, die als Erste ihren FSJ-Dienst im Elsa-Brandström-Haus beim Deutschen Roten Kreuz in Hamburg angetreten sind. 2011 kam dann, um das sich noch einmal bewusst zu machen, der Bundesfreiwilligendienst als Reaktion auf die Aussetzung des Zivildienstes als neues Format hinzu, nämlich jetzt staatlich verantwortet. Inzwischen ist die Landschaft, sehr verehrte Damen und Herren, das wissen wir, bunt und weit, Sport, Kultur, zwischenzeitlich ein Programm in der Flüchtlingsarbeit, freiwilliges ökologisches Jahr, nicht mehr auf unter 27 begrenzt. Das ist die Situation. Erkennbar ist die Bedeutung gerade für junge Menschen in der Orientierungsphase nach der Schulzeit gar nicht hoch genug anzusetzen. FSJ und BFD können zum Sammeln von Erfahrungen verhelfen, zu neuen Begegnungen, zur beruflichen Orientierung, zum sozialen und politischen Lernen, zur Erfahrung im sozialen Engagement, zur persönlichen Weiterentwicklung. Ich glaube, wir sollten es auch unter der Überschrift Stärkung des internationalen Austauschs noch einmal sehr bewusst uns in den Aufgabenkatalog mit hineinnehmen. Auch das ist ja in diesen Zeiten durchaus etwas Wertvolles, dass Jugendliche internationale Erfahrungen machen können. Inzwischen hat sich die Bedeutung der Freiwilligendienste auf ganz andere Zielgruppen ausgeweitet. Das darf ja auch mit in den Blick kommen. Es schafft einen Rahmen, zum Beispiel auch für ältere Menschen, Zeit, Kraft und Begabungen gesellschaftlich einzubringen. Und dafür wäre es hilfreich, das war es hilfreich, dass unter der Federführung des Bundesfamilienministerin mit dem Freiwilligendienst Teilzeitgesetz inzwischen ja auch für unter 27-Jährige erreicht wurde, dass persönliche Gründe, die einem Vollzeitdienst entgegenstehen, kein Hinderungsgrund mehr sind. Unter dem Stichwort Zugänge erleichtern würde ich, wenn wir in die Beratung zu diesem Antrag gehen, den Freiwilligendienst in Hessen, auch die Frage mal nach einem inklusiven Zugang mit aufrufen wollen. Denn auch das muss ja bei der Frage, wie schaffen wir allen einen Zugang zum Freiwilligendienst, mit in den Blick kommen. Wir wollen und sollten auch danach schauen, und das geht dann ein bisschen über das, was der Antrag anbietet, hinaus. Welche Menschen erreichen wir eigentlich? Wie ist es mit bildungsfernen Jugendlichen? Wie ist das mit Jugendlichen mit Migrationsbiografien? Wie können wir denen Zugänge schaffen? Denn das zeigt die Statistik. Das ist ein deutliches Missverhältnis. Und ich glaube, da sind wir auch noch einmal herausgefordert. Das geht über das hinaus, dass wir zufrieden sind mit dem, was wir erreicht haben. Vor dem Hintergrund gewachsener und wachsender Bedeutung des Freiwilligendienstes sind die vorliegenden Absichtserklärungen auf Erweiterung der Einsatzbereiche, Ausbau von Stellen im Freiwilligen Ökologischen Jahr und die Forderung nach Stellenausbau auch in anderen Bereichen erst einmal zu begrüßen. Gleichzeitig sollte, finde ich, aber auch die Frage nach den Rahmenbedingungen, und das kommt mir deutlich zu kurz, noch einmal mit abgerufen werden. Welche Verbesserungen sind in der pädagogischen Begleitung angesagt? Was brauchen die Träger eigentlich noch einmal an Unterstützung? Und wäre nicht auch ein Monitoring angezeigt, um beständig die Qualitätsverbesserung im Blick zu haben und daran zu arbeiten? Wie lässt sich die Anerkennungskultur weiterentwickeln? Kann man auch eine höhere Wertigkeit für den Zugang zu Studium und Berufsausbildung vielleicht mit dem, was ein FSJler geleistet hat, verbinden? Das sind alles Fragen, die wir, glaube ich, noch einmal mit aufrufen sollten, wenn wir das verhandeln. Und wir sollten auch, und das möchte ich ausdrücklich sagen, noch einmal gucken, wo finden wir Probleme und wie sollten wir die in den Blick nehmen. Das Nebeneinander von Bundesfreiwilligendienst und FSJ ist ja nicht reibungsfrei. Sowohl für die Freiwilligen selbst, ich weiß das aus eigener Erfahrung von meinem Sohn, der ziemlich verwirrend zwischen diese beiden Systeme gefallen und hin und her geschickt wurde. Es hat auch etwas damit zu tun, dass es für die Träger nicht immer einfach ist, zwischen Kontingenten, Finanzierungswegen, Betreuungszuständigkeiten alles im Blick zu haben. Und ich glaube, dass wir dazu vielleicht auch einmal einen kritischen Blick drauf werfen sollten. Vielleicht ist es, und ich stelle das wirklich als offene Frage auch angezeigt, aus Hessen heraus, die Fachdebatte aufzugreifen und auch die politische Debatte in Berlin, die ja über ein Freiwilligendienstgesetz nachdenkt, das den unterschiedlichen Diensten einen gemeinsamen Rahmen gibt und an dieser Stelle vielleicht die Perspektive, wie wir damit zukünftig unterwegs sein sollen, noch einmal auf solidere Füße stellt. Ich finde, auch das sollten wir in die Beratung mit aufnehmen, und da geht mir der Antrag der Regierungsparteien noch nicht weit genug. Herr Kollege, Sie müssen langsam zum Ende kommen.
sehr gerne. Wir sollten in den Blick nehmen und im Blick behalten, auch welche Auswirkungen der Fachkräftemangel auf die Gestaltung des FSJ-Dienstes hat. Gestern hatte ich eine Gruppe, wo mir jemand berichtet hat, wie schwierig das doch sei, an bestimmten Stellen auch in Aufgaben hineinzukommen, die offensichtlich über das hinausgehen, was FSJ leisten sollte. Arbeitsmarktneutralität ist ein wichtiger Gesichtspunkt. All das würde ich gerne anhand des Antrags mit Ihnen besprechen und entwickeln und glaube, dass wir mit einem kritischen Blick auch noch einmal Verbesserungen anschieben können, die über das hinausgehen, was Sie bisher in dem Antrag anbieten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Becher. Nächster Redner für die Fraktion Die Freien Demokraten ist der Kollege Janke Pürsün. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das ehrenamtliche Engagement von Menschen über alle Generationen hinweg ist für unsere Gesellschaft von unschätzbarem Wert. In ganz Deutschland sind rund 30 Millionen Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich engagiert. Das ist ein sehr großer Anteil unserer Gesellschaft. Über alle Altersklassen hinweg nehmen sogar über 70-Jährige noch ehrenamtliche Aufgaben wahr. Beeindruckende 23% sind über 70 Jahre alt. Am 5. Dezember war der Internationale Tag des Ehrenamtes, ein Anlass, zu dem ich mich ausdrücklich bei denen bedanken möchte, die ihre Zeit und ihre Energie für den Dienst an der Allgemeinheit einsetzen. Ohne dieses Engagement wäre vieles in unserem Land für viele Menschen gar nicht möglich, sei es ganz ohne Verein in der Nachbarschaft, für die Bücherei im ländlichen Raum oder in der Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt. Vielen Dank für Ihren Einsatz. In Hessen ist im Jahr 2018 die Zahl derer, die im Bundesfreiwilligendienst ehrenamtlich tätig sind, leicht gesunken, was natürlich sehr bedauerlich ist. Daher haben wir uns den Freiwilligendiensten und möglichen Problemen mit einer Kleinen Anfrage angenommen. Und wir sehen hier, dass wir es damit auch geschafft haben, die ja sonst unbewegliche schwarz-grüne Regierungskoalition anzutreiben. Wir sollten die Anstrengungen nochmals verstärken, um mehr Menschen für den Dienst im Bundesfreiwilligendienst zu gewinnen. Und natürlich auch für alle anderen Freiwilligendienste, die sich im Laufe der Zeit in unserem Land etabliert haben. Auf Bundesebene hat man die Notwendigkeit zu handeln und die Freiwilligendienste attraktiver zu gestalten erkannt. Die Vorgaben für die Teilnahme wurden flexibler gestaltet. So ist es jetzt möglich, auch für unter 27-Jährige den Bundesfreiwilligendienst und die Jugendfreiwilligendienste in Teilzeit zu leisten. Es ist in unseren Augen außerordentlich wichtig, das Interesse an den Freiwilligendiensten zu stärken und die Voraussetzungen für die Teilnahme so flexibel wie irgend möglich zu gestalten. Darüber hinaus muss das Angebot an Stellen so vielfältig sein, dass jeder oder jede Interessierte das Passende für sich findet. Ehrenamtliches Engagement ist für beide Seiten ein Gewinn. Auch diejenigen, die sich engagieren, gehen nicht leer aus, sondern bekommen für ihren Einsatz etwas zurück. Die Freude an einer sinnerfüllenden Tätigkeit, Anerkennung und Dank von denjenigen, für die sie da sind, und von der Gesellschaft, für die sie so viel leisten. Deshalb unterstützen wir den vorliegenden Antrag in seiner Absicht, das freiwillige Engagement zu fördern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Kollege Pürsün. Für die Fraktion DIE LINKE spricht die Abg. Böhm. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Besucher und Besucherinnen! Der Freiwilligendienst ist sicherlich eine gute und wichtige Angelegenheit. Meine Vorredner haben es ja bereits gesagt. Ich kann das aus meiner eigenen Biografie bestätigen. Es war zwar nicht die 50er Jahre, wo ich mein FSJ in der katholischen Kirchengemeinde im Kindergarten gemacht habe, aber ich habe es mit 19 gemacht. Und ich habe dann im Diakonischen Werk im Übrigen mein Anerkennungsjahr als Sozialpädagogin in der Anleitung von FSJlerinnen gemacht.
Also durchaus fällt mir dieses Thema durchaus auch bei mir auf fruchtbaren Boden. Umso mehr hat mich der Antrag erstaunt. Ich denke, es ist wichtig, darüber zu diskutieren, dass der Freiwilligendienst kein Ersatz für professionelle, pädagogische, psychologische, pflegerische und sonstige Tätigkeit ist. Das wäre sicher ein wichtiges Thema, das wir diskutieren sollen, dass er tatsächlich zusätzlich passiert, dass es tatsächlich notwendig ist, die Arbeit gut abzusichern. Aber in Ihrem Antrag haben Sie nur Worthülsen aufgebaut. Das ist halt zu wenig, ne? Ja, immerhin ihr drei. Ne? Super. Leierflaut. Na ja, gut, vielleicht könntet ihr ja. Also, ich möchte nur so drei Zitate bringen aus dem Antrag. Der Landtag würdigt die Arbeit der Freiwilligendienste. Ja, hervorragend. Machen wir alle. Der Landtag befürwortet die Möglichkeit, das auch in den Bereichen Kultur, Sport, und Politik und Denkmalpflege zu absolvieren. Ja, das gibt es im Gesetz seit 2002. Was müssen wir jetzt dazu was Neues dazu sagen? Eigentlich überflüssig. Wir sehen es als positiv, dass es mehr gibt, und wir loben die Ankündigung der Landesregierung. Also, da hat es mir echt die Schuhe ausgezogen. Der Landtag lobt die Ankündigung der Landesregierung. Also, noch mehr hoheitsstaatliche Würde habe ich in diesem Haus kaum erlebt. Manchmal fühle ich mich so wie in einen Feudalstaat zurückgesetzt, wo wir sagen, oh, großer Fürst, danke, dass du etwas uns beschert hast. Mein Demokratieverständnis ist das nicht. Ich habe mir dann überlegt, warum stellen Sie den Antrag? Gut, der Herr Schad hat es uns verraten. Er hat gesagt, er hat mit den Organisationen der Freiwilligendienste gesprochen. Und wahrscheinlich haben die Ihnen gesagt, wie Sie allen anderen auch sagen, dass Sie eine bessere Ausstattung Ihrer Arbeit benötigen. Haben Sie Ihnen nicht gesagt? Da waren Sie aber sehr zurückhaltend. Das ist eigentlich die notwendige Voraussetzung. Es muss gute pädagogische Arbeit in dem Bereich geleistet werden. Man muss unheimlich gut aufpassen, dass die Freiwilligendienstleistungen nicht ausgebeutet werden, dass die unter vernünftigen Bedingungen arbeiten und dass die Arbeit auch gut verläuft. Und das ist eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit. Ich kann das ja aus eigener Erfahrung sagen. Und diese Tätigkeit braucht mehr finanzielle Mittel, aber die gibt es nicht. Stattdessen haben wir einen solchen Antrag, von dem wir leider keiner ein Stück Brot davon bekommen kann. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Böhm. Nächster Redner für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN ist der Kollege Martin. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ob im Umweltschutz, in der Kinder- und Jugendarbeit, im vielfältigen Vereinsleben, in der Integrationsarbeit, im Sport und an vielen, vielen anderen Stellen. Mehr als 2 Millionen Menschen engagieren sich ehrenamtlich in Hessen. Ehrenamt und freiwilliges Engagement, das sind die tragenden Säulen unserer Gesellschaft. Menschen, die sich freiwillig engagieren, übernehmen damit Verantwortung für andere. Sie dienen dem Gemeinwohl und fördern den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das, meine Damen und Herren, das ist ein unschätzbarer Wert für unser Land. Ehrenamt vermittelt Werte, und Ehrenamt, das ist ein Wert an sich. Frau Böhm, ich kenne Ihr Leiden. Das ist echt ein bisschen müde hier mittlerweile. Aber nach dieser Tagesordnung ist das ja auch verständlich. Ja, ich probiere es mal. Mal gucken. Und genau deshalb wirbt Hessen auch für Engagement. Im Foyer des Landtags findet sich gerade die Ausstellung zum 10-jährigen Jubiläum des Hessischen Demografiepreises. Darunter können Sie begutachten die besten Projekte aus über 670 Bewerbungen in den letzten 10 Jahren, die ehrenamtlich gestützt und vom Land Hessen unterstützt, insbesondere den ländlichen Raum stärken. Am Mittwoch haben wir hier über ehrenamtliche Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter gesprochen, mit großer Mehrheit einen Antrag darüber beschlossen. Wir haben gesprochen über sich ehrenamtlich engagierende Ausländerbeiräte, über Engagierte in der Jugendarbeit und im Sport. Und Anfang Dezember hat Sozialminister Klose die Landesauszeichnung für soziales Bürgerengagement
an 9 Gruppen und 8 Einzelpersonen verliehen, darunter unter anderem Hans-Ulrich Meyer, der sich in besonderem Maße in der Integration für Geflüchtete in meiner Heimatgemeinde Wehretal engagiert. Und eben gerade haben wir auch, wenn auch mit unschönem Ende, über ehrenamtliche Politikerinnen und Politiker auf kommunaler Ebene gesprochen. Ehrenamt. Ehrenamt, das ist also hier im Parlament ein entscheidendes Thema, dem wir uns an vielen Stellen immer wieder widmen. Und eine Möglichkeit, wie junge Menschen schon früh für Ehrenamt begeistert werden können, das ist das Freiwillige Soziale Jahr in seinen unterschiedlichen Ausprägungen in den Bereichen Soziales, Ökologie, Politik, Kultur, Denkmalpflege. Und sie tun das in großer Zahl, diese jungen Menschen, über 6.200 allein im letzten Jahr. Und deshalb ist es gut und richtig, dass die Landesregierung die Plätze im Bereich des Freiwilligen Ökologischen Jahres kontinuierlich erhöhen wird. Damit tragen wir auch ein Stück weit Rechnung dem Bedürfnis vieler junger Menschen, sich im Bereich Umwelt- und Klimaschutz verstärkt einzusetzen. Und es ist gerade gut, dass die Plätze ausgeweitet werden, denn sie ersetzen ja nicht freiwilliges Engagement an anderer Stelle, sondern sie sind eine Art Garant dafür, dass sich junge Menschen auch zukünftig freiwillig engagieren. Denn unsere Erfahrungen zeigen, wer sich einmal engagiert, der wird es mit großer Wahrscheinlichkeit auch später tun. Und insofern ist es ein guter Schritt, dass hier die Plätze erweitert werden. Und wir zeigen unseren Freiwilligen in Hessen, dass sie wertgeschätzt werden, auch mit so einer Debatte hier im Landtag. Wir zeigen ihnen das aber auch ganz konkret damit, dass diejenigen jungen Menschen, die ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren, Anspruch haben auf das sehr beliebte hessenweit gültige Schülerticket, mit dem auch Sie für 1 € am Tag in ganz Hessen mobil sein können. Dieses Land, meine Damen und Herren, das kann man, glaube ich, so deutlich sagen, und das betrifft nicht nur Hessen, sondern jedes Bundesland, ganz Deutschland, verlässt sich auch ziemlich elementar auf Ehrenamtliche, will sagen, wir wären ganz schön aufgeschmissen, wenn wir so viele Ehrenamtliche nicht hätten. Da ist auch vollkommen egal, wer wo regiert. Ehrenamtliche, das ist eine tragende Stütze dieser Gesellschaft. Und insofern muss klar sein, dass sich ehrenamtlich Engagierte, egal welchen Alters, auch auf diesen Staat verlassen können müssen. Und nach den feudalistischen Ausführungen von Frau Böhm freue ich mich jetzt auf Ihre Majestät Sozialminister Klose hier am Redepult und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Aber wie das in der Demokratie üblich ist, muss das Rednerpult immer noch der Präsident freigeben. Herr Staatsminister Klose, Sie haben das Wort. Das muss ich natürlich als guter Demokrat von mir weisen. Ich danke trotzdem dafür, dass mir das Wort erteilt wurde. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will erst einmal feststellen, wer sich als junger Mensch für ein freiwilliges soziales Jahr entscheidet, der leistet einen wichtigen Beitrag zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Und in Hessen sind das immerhin 10% eines Jahrgangs bis zum 27. Lebensjahr, die sich dafür entscheiden, das sind jedes Jahr 6.000 junge Menschen. Das finde ich eine großartige Zahl. Das ist großartig, weil es auch ein deutliches Zeichen des Engagements für andere ist. Es ist auch ein Beleg dafür, dass junge Menschen etwas bewegen, dass sie unsere Gesellschaft mitgestalten wollen. Und es zeigt einmal mehr, junge Menschen sind bereits jetzt und heute in hohem Maße gesellschaftlich engagiert. Und es ihnen abzusprechen, dass sie das aus eigenem Antrieb machen, weil einem nicht passt, wofür sie sich engagieren, das muss dann auch endlich ein Ende haben. Es ist das Ziel der Landesregierung, das ehrenamtliche und freiwillige Engagement zu schützen und zu fördern. Deshalb teilen wir das Anliegen des Antrags, damit werde ich Sie nicht überraschen. Ich will aber auch betonen, dass der Freiwilligendienst für viele junge Menschen eine Chance ist, um nach der Schule neue Erfahrungen zu sammeln, Verantwortung zu übernehmen, sich beruflich zu orientieren, sich einen Einblick in soziale Arbeitsfelder zu ermöglichen, sich auch auszuprobieren in diesem Bereich
Und das ist wiederum auch gesamtgesellschaftlich wichtig, weil dieser Einblick, wenn er vielleicht zu einer Ausbildung oder zu einem Studium beispielsweise im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe oder der Pflege führt, uns auch gesamtgesellschaftlich mit Blick auf den Fachkräftebedarf gerade in den sozialen Berufen wahnsinnig hilft. Darüber hinaus vermitteln und stärken Freiwilligendienste Kompetenzen, beispielsweise Teamfähigkeit oder die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Und wir können schon an den ersten Ergebnissen des Freiwilligen-Surveys sehen, dass Menschen, die sich in jungen Jahren ehrenamtlich und freiwillig engagieren, dieses Engagement mit hoher Wahrscheinlichkeit über ihr ganzes Leben fortsetzen. Engagement wird gewissermaßen zum Teil ihrer Lebensbiografie. Und auch deshalb ist es für uns selbstverständlich, das Engagement junger Menschen in Freiwilligendiensten konsequent anzuerkennen, zu stärken und zu unterstützen. Die Freiwilligendienste zu stärken, das heißt dann aber auch, sie weiterzuentwickeln. Deshalb wollen wir verstärkt dafür sorgen, dass die Freiwilligendienste für alle jungen Menschen in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit attraktiver sind. Man muss feststellen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am FSJ aktuell die Vielfalt der Gesellschaft in einiger Hinsicht eher nicht widerspiegeln. Und mit der Gesetzesänderung vom Mai ist vielleicht ein Baustein geschaffen, um das zu ändern. Das FSJ ist beispielsweise jetzt auch in Teilzeit möglich, wenn es dafür gewichtige persönliche Gründe gibt. Und so werden Menschen dann auch nicht länger vom FSJ ausgeschlossen, die beispielsweise für eigene Kinder oder für Angehörige sorgen müssen oder selbst gesundheitlich eingeschränkt sind und deshalb keinen Freiwilligendienst in Vollzeit leisten können. Diese Entscheidung ist gut, sie ist richtig. Sie heißt aber auch, dass die Anforderungen an die FSJ-Träger und die Einsatzstellen anwachsen. Und deshalb wollen wir Sie dabei unterstützen, dem auch gerecht zu werden. Und ich will Sie abschließend, weil es weitgehend tatsächlich ein Thema ist, was sehr bundesweit wichtig ist, noch darauf hinweisen, was wir in Hessen konkret gemacht haben. Wir haben die hessische FSJ-Richtlinie ja vor kurzem geändert und auch ergänzt. Und diejenigen, die länger hier schon dabei sind, werden auch wissen, warum wir das getan haben. Die FSJ-Richtlinie in Hessen hat jetzt seit Juni einen eigenen Passus, der die FSJ-Träger verpflichtet, die Ziele der hessischen Antidiskriminierungsstrategie einzuhalten. Und das gilt dann für alle FSJ-Träger in Hessen, auch für die sogenannten Geborenen. Wir hatten vor einigen Jahren dazu eine Debatte auch hier. Wir haben das kontrovers diskutiert. Jetzt machen wir es, und auch dadurch wird das FSJ in Hessen attraktiver. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Wir sind am Ende der Aussprache. Der Antrag soll, wenn ich es richtig verstanden habe, in den SIA überwiesen werden. Das ist so. Dann wollen wir auch so verfahren.